Mutanten, um Mutanten zu retten, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Flashback Rap Mag. In dieser Woche gedenken wir Tami Debo Lister aus Friday, der an Corona verstorben ist. Wieder ist ein junger afroamerikanischer Mann, der unbewaffnet war, erschossen worden. Breakdance wird jetzt endlich olympisch und der Prozess gegen Lil Wayne, der war nach 5 Minuten schon zu Ende. Und jetzt gibt's ein Urteil? Wire. Er war einer der ganz Großen des authentischen amerikanischen Kinos und jetzt ist er für immer gegangen. Tami Debo Lister ist am vergangenen Donnerstag in Marina Del Rey, Kalifornien, verstorben. In seinen unzähligen Filmen spielte Lister regelmäßig harte, aber liebenswerte Tough Guys, wie etwa in Friday, Jackie Brown, Das fünfte Element oder Judgment Day. Gegen 15 Uhr lokaler Zeit fanden durch besorgte Geschäftspartner alarmierte Sanitäter den leblosen Körper des Schauspielers. Offenbar hatte der 62-Jährige in den Tagen vor seinem Tod an Covid-Symptomen gelitten, war sehr kurzatmig und habe immer rapider körperlich abgebaut. Erneut ist ein junger afroamerikanischer Mann bei einem Polizeieinsatz zu Tode gekommen. Am vergangenen Freitag wurde der 23-jährige Casey Goodson in Columbus, Ohio, von einem Officer erschossen. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen habe die Polizei in der Nähe des Hauses von Goodson gerade eine Suche nach einer flüchtigen Person abgeschlossen, als die Polizisten den jungen Mann mit einer Tüte voller Subway-Sandwiches für seine Familie erspähten. Ab hier widersprechen sich jetzt die Aussagen. Während die Familie von Goodson erklärte, dass einer der Polizisten ohne Vorankündigung das Feuer eröffnet hätte, erklärte der Todesschütze Officer Jason Mead, dass das Opfer zuvor eine Waffe im Vorbeifahren aus dem Auto gehalten habe. Getroffen von 3 Schüssen in den Rücken, brach Casey Goodson sofort zusammen und verstarb noch vor dem Eingang seines Hauses. Während Officer Mead bisher noch immer nicht verhört worden ist, hat einer der bekanntesten Rechtsanwälte der USA, Dr. Benjamin Crump, der bereits die Familie von George Floyd verteidigt hatte, die Verteidigung für die Familie von Casey Goodson übernommen. Breakdance ist ab sofort auch olympische Disziplin. Bei den Sommerspielen 2024 in Paris werden somit zum ersten Mal in der 40-jährigen Geschichte des Hip-Hop-Element BreakerInnen im Rahmen des wahrscheinlich größten Battles aller Zeiten auf einem Court in der Pariser Innenstadt gegeneinander antreten. Das Olympische Komitee habe sich zu diesem Schritt entschieden, um die Spiele auch für die Jugend wieder etwas attraktiver werden zu lassen. Und wofür interessiert sich die Jugend? Für Hip-Hop. Neben Breakdance, das unter dem Namen Breakin ausgetragen werden soll, werden auch Skateboarding und Surfing ihr Debüt als Wettkampfdisziplinen in Paris feiern. Ob sich das die Helden der ersten Stunde in den Hochhäusern von New York irgendwann in den 70ern hätten vorstellen können? Letzte Woche hatte ich bereits davon berichtet, Lil Wayne drohen 10 Jahre Haft wegen eines Drogen- und Waffenfundes in einem seiner Privatjets auf dem Flughafen Miami Opa-Locka. Und letzte Woche Donnerstag hat das Verfahren in der Sache begonnen, aber das erstmal mit einem riesigen Knall, denn der Rapper hat sich schuldig erklärt. Das bedeutet, dass er jetzt auf die Nachsicht der Staatsanwaltschaft hoffen kann. Weil ein Unglück aber selten alleine kommt, wurde Weezy jetzt auch noch von seinem Ex-Manager Ron Sweeney auf 20 Millionen Dollar verklagt, die in etwa der Höhe an Gewinnanteilen entsprechen, die der Rapper dem Manager noch schuldet. Sweeney war es, der mit Cash Money Records verhandelte, als sich Lil Wayne gerade von seinem Label trennen wollte. Doch ganz so hart dürfte den Musiker auch eine Verurteilung in dieser Sache nicht treffen. Seit er nämlich die Masterbänder seiner Alben an Universal Music verkauft hat, besitzt er ein Vermögen von, Achtung, mindestens über 100 Millionen Dollar. Change the world. My final message. Goodbye. Und das war's mit dem Flashback Rap Mag für diese Woche. Die nächste Folge gibt es nächste Woche Mittwoch. Alle Themen der Sendung kannst du jetzt nochmal nachlesen auf unserer brandneuen Webseite www.mutanttelevision.com. Das ist so ein richtig geiles, voll ausgestattetes Nachrichtenmagazin. Check das aus und du kannst ihn nachhören im Flashback Rap Mag Podcast und der ist jetzt verfügbar in allen Streamingdiensten. Ein gutes Schlusswort habe ich diese Woche ehrlich gesagt leider nicht, weil ich habe
fucking Schmerzen in der Schulter. Und ehrlich gesagt, das ist das erste Mal seit was weiß ich wie vielen Jahren, dass ich eine Wärmflasche benutze. Also wenn ich schon eine Wärmflasche benutze, dann muss es schon ziemlich schlimm sein. Also ich kümmere mich jetzt mal ums Heilen, damit ich fit bin für die nächste Woche. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch. Und bis dahin, peace.